gladiators, take the stage. Ja, den Start in den letzten Block vor der Winterpause haben sich die Altacher natürlich ganz anders vorgestellt. Wir haben dafür einiges zu besprechen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. An meiner Seite Freddie Mercury. Oder Manuel Ortlechner. Servus. Hi. Du bist es wirklich, ja. November, nach wie vor ist November. Ja, wenn es nicht für eine gute Sache wäre. Richtig, sagt auch meine Frau. Naja, in Hartberg gab es ein 1:2, kann man sagen. Nicht gut, aber kann passieren. Aber unter dem Aspekt jetzt, dass man 1:0 geführt hat und knapp eine Stunde in Überzahl war. Natürlich kann es passieren in Hartberg, aber es sollte nicht passieren. Speziell, wenn man auch weiß, wie es zustande gekommen ist. Ich glaub, darauf wollte ich raus. Schon auch, dass man die erste halbe Stunde die klar bessere Mannschaft auch war, die besseren Möglichkeiten auch hatte. Ja, und dann gab es einen Ausschluss, wo man denkt, es ist ja auch angerichtet, man geht in Führung und ja, es kam aber komplett anders. Ja. Typisch Hartberg eigentlich. Ja, und typisch Alltag auch? In dem Fall auch, leider letzte Woche ein bisschen typisch Alltag. Ja, über die Partie sprechen wir noch. Ich möchte mit dir über Christian Möckel sprechen, den neuen Sportdirektor. Was denkt sich der so? Der ist jetzt seit November im Amt. Ja, das würde mich auch interessieren, weil der natürlich sehr unvorbehaftet, glaube ich, auch an seine Aufgabe herangetreten ist. Also wir sind ja natürlich, nachdem wir in diesem Land ja auch leben und in der Branche auch Szene-Insider sind, würde ich fast sagen, sind wir vorbehaftet. Das ist bei ihm weniger der Fall. Darum bin ich auch gespannt, wie er natürlich jetzt auch vielleicht im Blick Winter auch die ersten Entscheidungen auch trifft. Oder auch keiner trifft, je nachdem, wie er das auch sieht, das ganze Konstrukt im Alltag. Also schwer zu sagen, aber auch sagt er, die Arbeit vom Trainer gefällt ihm nach wie vor, der Kader findet er in Ordnung. Also für mich ist es wirklich schwer einzuschätzen, weil auch die Altacher leider auch sehr schwer einzuschätzen sind. Ja, da musst du jetzt gut zuhören, denn Markus Klimmer hat ihn getroffen, er ist eben seit November im Amt und ja, die Erkenntnis war, er wird einiges ändern in den nächsten Wochen. Am Horizont drohendes Unheil. Unten trainiert die Mannschaft. Christian Möckel und ein vielleicht doch etwas nachdenklicher Blick vom Balkon im neuen Altacher Campus. Man sieht einfach, dass dieses Konstrukt sehr labil ist, sehr fragil im Moment. Es fehlt an Stabilität, es fehlt an ja auch eine gewisse Hierarchie innerhalb der Mannschaft. Apropos nachdenklich, eine kleine Holzfigur auf dem Fensterbrett seines Büros und seine Geschichte. Wir hatten einen Familientrip nach Barcelona und waren dann auf so einer kleinen Insel, wo früher die Olympischen Spiele waren in Barcelona. Und da war ein Künstler, der mit der Hand alles geschnitzt hat. Und diese Figur hat mir sehr angesprochen, das ist der sogenannte Thinking Man. Ja, es steht da, um mir immer wieder zu zeigen, denk nach, bevor du was tust, Antworten gibst oder einfach. Ja, und seitdem begleitet er mich. Es heißt also, ruhig bleiben. Aber seitdem Christian Möckel offiziell im Amt ist, gibt es einmal Himmel und einmal Hölle. Man sieht eben auch in diesen letzten Ergebnissen, das 4:0 in Tirol und auch das 0:3 zu Hause gegen Rapid Wien. Das sind extreme Ausschläge nach oben und nach unten. Man sieht, es ist nicht stabil. Ja, die Mannschaft hat im Moment wenig Selbstvertrauen. Es passieren individuelle Fehler. Ja, die Mannschaft kann sich dann da nicht mehr erholen, nicht mehr rauskommen. Es ist ein schwieriger Herbst für Altach. Mittendrin Trainer Alex Pastor. Trainer ist überhaupt nicht unter Druck. Ich habe ihn jetzt kennengelernt. Ich habe die ersten zwei Wochen viel beobachtet. Wie ist der Umgang mit der Mannschaft? Wie reagiert er in Situationen im Spiel? Wie ist der Umgang mit den einzelnen Spielern? Welche Gedanken macht er sich? Wie bereitet er das Team vor? Also das ist alles auf einem Top-Level. Doch Vorsicht, eine Jobgarantie für immer ist das natürlich nicht. Jobgarantie, ja, wir bewerten, das ist ein ständiger Prozess. Es ist nicht so, dass wir jetzt ein Spiel haben und danach uns hinsetzen, geht es weiter nicht, sondern es geht ja grundsätzlich um die Ausrichtung, um die Philosophie, um die Inhalte. Und da gibt es, ja, das ist nahezu deckungsgleich mit dem, was der Verein möchte, mit dem, was ich mir auch vorstelle. Wenn der Trainer an einem Zeitpunkt die Top-Mannschaft hat und die Erfolge dann ausbleiben und man sagen kann, es gibt Ansätze, dann rede ich gerne darüber, aber im Moment stellt sich die Frage nicht. Christian Möckel, tätig bei vielen namhaften Clubs in Deutschland. Als Chefscout, Sportmanager und sportlicher Leiter. Hoffenheim, Nürnberg, Hannover. Bundesliga-Erfahrung aber sammelt er auch als Spieler. Beim 1. FC Nürnberg und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Von dieser Erfahrung soll Altach nun im Winter profitieren.
Die Mannschaft wird eine Veränderung erfahren. Also es werden einige Spieler werden gehen, einige werden kommen. Detailliert in Positionen oder Namen sogar kann und möchte ich noch nicht gehen. Es wird mit Sicherheit für uns ein Mittel sein, Spieler aus der Bundesliga von der Bank eben zu holen. Bin da gut vernetzt in Deutschland und da hoffe ich mit dem einen oder anderen Transfer, der eben schnell Qualität verspricht, dass der Verein SC Altach nächstes Jahr auch in der Bundesliga spielt. Es wird sich wohl einiges ändern hier. Dafür wird der neue Sportdirektor schon sorgen. Christian Möckel. Ja, ein interessanter Typ, interessante Aussagen auch, die du wie findest und wie einordnest. Logisch eigentlich. Ich kann mich erinnern, wie auch sein Amt angetreten ist, wurde auch sofort natürlich mit dem Thema konfrontiert. Kontakte Richtung Deutschland, aufgrund, dass er nicht sehr, sehr gut auch vernetzt ist. Da hat er sich nur eher zurückhaltend und passiv geäußert, aber mittlerweile sieht man. Das war einer natürlich, aber jetzt auch in diesen Aussagen merkt man schon auch, dass er sehr, sehr stark auch den deutschen Markt im Fokus hat und versucht auch Spieler, die vielleicht auch dort keine Leistungsträger sind, aber trotzdem sicher die Altacher weiterhelfen würden, versucht er herzulotsen. Also ich bin schon sehr gespannt, was er da im Winter personell tun wird. Das sind wir alle, wahrscheinlich auch die Mannschaft selbst. Wie kommen solche Aussagen an beim Team? Ja, es gibt Spieler natürlich, die damit überhaupt kein Thema haben, weil sie wissen, es ist im Profibusiness völlig normal, dass es eine personelle Fluktuation auch gibt und dass man sich auch einen personellen Zweikampf stellen muss. Aber natürlich gibt es auch solche, die sich denken, ja, wer wird denn da vielleicht kommen, vielleicht jemand auf meiner Position. Aber da bleibe ich dabei und habe gesagt, das ist im Profifußball völlig normal und dann muss man es einfach auch stellen. Ja, du bist auch ein Thinking Man. Ja. Schöne Bezeichnung. Ja, super, toll. Nein, nicht wirklich. Also, nein, nicht wirklich. Nein. Du bist der Thinking Man. Ja, da bin ich. Kommen wir zur Hartberg-Partie. Ja. Mergin Berischer stand nicht in der Startelf. Du bist ja ein großer Fan von ihm. Alex Pastor hat gesagt, es ist eindeutig zu wenig gekommen von ihm in letzter Zeit. Kann ich nur so interpretieren, weil ansonsten kenne ich mich im Fußball überhaupt nicht aus, dass er davon ausgeht, dass er sein Potenzial nicht abruft. Weil er ist mit Abstand der beste Offensivmann in den Reihen, mit der besten Statistik. Und man ist nicht zufrieden mit ihm. Das kann nur mich bestätigen, indem dass er unfassbares Potenzial hat und das nicht ausschöpft. Und dazu muss man wahrscheinlich kitzeln, wie man merkt. Ja, Mergin Berischer stand nicht in der Startelf. Trotzdem hat das Spiel gut angefangen in Hartberg. Jedoch gab es dann eine bittere 1:2-Niederlage. Gerfried Paul fasst zusammen nochmal für uns. Markus Schopp jubelt schon wieder nach einem Sieg seiner Hartberger in Unterzahl. Dabei beginnt es für seine Mannschaft gar nicht gut. Die Altacher in Weiß von rechts nach links. 6. Minute, Sidney Sam und plötzlich taucht da Emir Karic auf. Die Hartberger indisponiert in der Defensive und der Linksverteidiger bringt Altach mit seinem allerersten Bundesligatreffer mit 1:0 in Führung. Zwette schaut dabei nicht unbedingt gut aus. Dann Foul von Siegfried Rasswalde, der Christian Klemm in der Viererkette ersetzt. Gelb von Schiedsrichter Jäger und in der 30. Minute das zweite Foul von Sigi Rasswalde, diesmal an Emanuel Schreiner. Zweimal Gelb ergibt Rot, die Hartberger früh dezimiert, aber nicht entmutigt. Dario Tadic scheitert an Cobras und dann aus dem Hinterhalt Andreas Lienhardt. 41. Minute, plötzlich steht's 1:1. Wie schon in der Südstadt erzielen die Hartberger in Unterzahl einen Treffer, diesmal zum Ausgleich durch den ehemaligen Altacher Lienhardt. Dem nicht genug geben die dezimierten Hartberger nach der Pause so richtig Gas. Baccarini Maga nützt ein Missverständnis zwischen Turnwald und Cobras aus und bringt seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Das sollte am Ende auch reichen. Hier ein Tor des Willens von Baccarini Maga und ein Sieg der Energie der Hartberger. Und zum ersten Mal seit 18 Jahren hat ein Team in Überzahl noch verloren. Also es ist wirklich eine Seltenheit. Das muss man auch der Mannschaft vorwerfen, den Alter haben. Ja, und speziell, und wird fast schon müde, das auch an dieser Stelle zu erwähnen, es sind sehr, sehr oft kapitale Eigenfehler, die dann die Mannschaft wieder die Früchte ihrer Arbeit bringen. In diesem Spiel war das wieder dasselbe. Und es ist ja fast wie eine Staffel, die eigentlich weitergeben wird. Da ist ja fast auch egal, wenn der Trainer eigentlich aufstellt, weil ist einmal ein Spieler, der eine schlechte Phase hat, gerade auf der Bank, dann ist ein anderer Spieler, der gerade irgendwie diese Staffel übernimmt. Und so wird es ein Riesenthema natürlich. Sie müssen schauen, dass sie irgendwie auch reinfinden in die Winterpause, weil dann kommen doch der ein oder andere auch verletzte Spieler wieder zurück. Dann kommt ein neues Blut dazu. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Vorarlberger dann ganz neu sich auch präsentieren werden im Frühjahr. Ja, und jetzt wollen wir natürlich noch den Trainer Herrn Alex Pastor nach dem Spiel bei ihr kennen.
Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber das ist, wie wir Tore zulassen. Das ist, auf Holländisch ist das das rote Teppich ausrollen, oder? Ja, das sagt man bei uns auch so, ja. Okay. Geschenke verteilt. Ja, und in Richtung Dezember ist das nobel, aber ja, unglaublich schlecht als Sportler, weil wir müssen so ein Spiel natürlich heimspielen mit so vielen Chancen in der ersten Halbzeit. Und dann auch noch mit 11 gegen 10. Also. Wie gelingt es Ihnen, Ihren Ärger zurückzuhalten? Alle Energie, die ich noch habe, die muss ich dafür einsetzen. Ist das schwer, oder? Ja, weil wir tun uns selber weh. Und das ist nicht für de eerste Mal. Also, man kann nicht sagen, dann ist man böse oder enttäuscht. Es geht viel tiefer. Es ist einfach ein unglaublicher Frust, weil... wir spielen ziemlich gut. Mit 11 gegen 11 waren wir besser als mit 11 gegen 10, vind ik zelf. Maar dan trotzdem auch noch in de tweede halbzeit haben wir auch noch 3-4 unglaubliche Möglichkeiten gehabt, Chancen. Und normalerweise geht, wenn man sieht, wie viele Chancen wir hier gehabt haben, ja, was kunnen wir dafür? Ja, und die Frage, die ich jetzt stelle, was kann Alex Pastor dafür? Im Endeffekt ist es Rang 10 gleich viele oder gleich wenige Punkte wie der letzte Mattersburg. Ja, natürlich ist der Trainer immer in der Verantwortung, das weiß er natürlich auch, aber ich bleibe dabei, da ist er schon noch ein bisschen ein Stück weg auch Passagier, weil du kannst die Mannschaft ja noch so gut einstellen, bei Eigenfehlern ist es immer auch schwer als Trainer, dass man da die Verantwortung trägt, weil es sind dann doch dann noch die Spieler, die dann die Vorgaben sollten umsetzen und das machen sie halt phasenweise sehr, sehr schlecht diese Saison in der Defensive und deswegen steht man auch an dem Tabellenplatz und hat auch nur 10 Punkte am Konto. Weil in Offensive bin ich der Meinung, dass man schon einen sehr, sehr feinen Fußball immer wieder schon bietet, das wissen wir auch, ist auch nichts Neues. Ja, das wissen wir auch und da warnen immer auch die Gegner davor. Wahrscheinlich auch der WRC dann nächsten Sonntag. Danke, Manuel, für deine Einschätzungen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.